die das ganze Jahr über blühen, ein bunt gestalteter Brunnen und Klanginstrumente in den Bäumen. Das sind Elemente in dem neuen, frisch eingeweihten Gedenkgarten mitten auf dem Gelände des Würzburger Blindeninstituts. Also speziell ist dieser Gedenkort bedeutet insofern für mich viel, dass hier sehr vieles schon entstanden und in Planung war und jetzt endlich zu so einem Platz geworden ist, also zu so einem Gedenkgarten, der einfach schön zentral ist und alles, was hier in den Häusern so passiert, in den Gruppen oder Schule oder in den Therapien, ist egal wo, jetzt letztendlich hier so eine Zusammenkunft hat. Der Gedenkgarten ist den Menschen gewidmet, die im Blindeninstitut gelebt, gelernt und gearbeitet haben und die in dieser Zeit gestorben sind. Das Besondere an der Anlage, die Bewohner haben daran mitgearbeitet. 52 Tontafeln erinnern an die Verstorbenen. Wir haben hier die Kacheln selber gemacht, ja, von Keramik und sonst. Warum ist denn der Gedenkgarten so wichtig für dich alle? Ja, weil mein Bruder auch dort die Kachel ist. Ich finde es schon gut, weil jede Kachel ist individuell. Es ist gut, einfach einen Ort zu haben, wo man hingehen kann, um bewusst zu trauern, um sich zu erinnern. Und ich glaube an sich, die sich auf den Weg machen, zu dem Ort gehen, hier sein können, Selbstbestimmtes tun zu können. Das ist einfach was ganz, ganz Wichtiges. Gerade jetzt für Menschen, die mit Behinderung manchmal auf Assistenz angewiesen sind, die können nicht einfach irgendwo zum Friedhof hingehen. Dieser Garten lädt nicht nur zum Innehalten ein, sondern er ist auch ein Kunstprojekt. Jede Tontafel im Beet ist mit dem Namen des Verstorbenen und einem Symbol versehen, das die Person besonders gut beschreibt. Das ist ein Ort, wo die Menschen dann auch wieder lebendig werden. Weil jedes Mal, wenn man den Namen liest oder Gerhard mit dem roten Auto beispielsweise, ihn habe ich auch gekannt. Das sind oft Menschen, an die man sich gerne erinnert, weil man, ja, weil sie einfach Spuren bei einem hinterlassen haben. Es ist nach wie vor der Mittelpunkt unseres Geländes. Und einer hat mir vorhin gerade gesagt, ach, das ist hier so schön jetzt. Hier mache ich ganz gern immer meine Mittagspause. Also es ist auch nicht nur so ein trauriger Ort, nee, es ist ein lebendiger Ort und ein Ort, wo es auch sehr fröhlich zugeht. Für jeden verstorbenen Bewohner des Blindeninstituts wird auch in der Zukunft eine Tontafel angefertigt. Ein Zeichen dafür, dass der Verstorbene von Freunden und Angehörigen nicht vergessen wird.